Ich begrüße euch, meine Lieben. Ja, heute kommen wir zum Neumond-Orakel. Und zwar haben wir den Neumond am 1. April. Und der steht diesmal im Sternzeichen des Widders. Ja, die Menschen mit dem Sternzeichen Widder gelten als temperamentvoll und dass sie ja bedingungslos für ihre Ziele kämpfen. Aber das ist immer im Neumondphasen auch der Hinweis, dass die anderen Sternzeichen auch davon profitieren. Das heißt, der Neumond im Widder setzt in jedem von uns neue Kräfte frei und schenkt so eine extra Portion Mut. Die Tierkreiszeichen alle haben jetzt die perfekte Gelegenheit, ihre Schicksale in die Hand zu nehmen und bei dem einen oder anderen vielleicht in ganz neue Richtungen zu lenken. Wo vielleicht vorher Zweifel waren, wo man unsicher war, etwas Neues zu wagen. Viele können ihr Leben in dieser Phase komplett umkrempeln. Natürlich muss man immer darauf achten, dass man nicht zu verbissen oder gar aggressiv vorgeht, um seinen Wünschen oder seinen Vorstellungen, um seine Wünsche oder Vorstellungen in die Realität zu bringen, sondern immer noch mit Rücksicht auf die Menschen um einen herum. Vor allem im Job sorgt der Neumond im Widder auch bei vielen für mehr Durchsetzungskraft. In dieser Zeit ist man ja risikobereiter, probiert auch Neues aus und so ein Vorgehen kann sich denn auch wirklich lohnen, dass man weiterkommt. Also dass es überraschende Veränderungen auch in diesem beruflichen Bereich, dass sich Veränderungen im beruflichen Bereich eben damit auch sichtbar machen. Ja, das ist immer so mein kleiner astrologischer Hinweis. Und wir haben hier bei dem Monologi-Deck die Karte Neumond im Widder, sehr passend zu dem eben Ausgesagten, ist die Zeit zum Handeln. Also, jetzt beginnt die Zeit zu handeln. Und wir schauen, was uns noch eine weitere Karte aus dem Monologi-Deck dazu sagt. Wenn wir jetzt die Zeit zum Handeln haben, wo der Neumond im Widder steht, ist es auch natürlich zu sagen, ich komme jetzt in die Gänge sozusagen und verwirkliche das, was ich mir vorgenommen habe. Und wir wissen ja, der Neumond ist immer so diese Vorstufe bis zum Vollmond, wo man Neues in Angriff nimmt und möglichst bis zum Vollmond auch erledigt und in die Tat umgesetzt hat. Ja, und da haben wir, und das ist auch sehr passend zu dem eben astrologischen Hinweisen, halte an deiner Vision fest. Also Zeit zum Handeln und an der eigenen Vision festhalten. Egal, was ihr für Pläne habt, egal, ob Menschen um euch herum diese Pläne belächeln oder ja, euch fragen, ob ihr noch ganz richtig tickt, jetzt so ein bisschen makaber ausgedrückt, weil ihr vielleicht völlig anders handelt, wie man es von euch erwartet oder wie man es von euch gewohnt ist. Aber genau das zeigt es, die Zeit zu handeln und an der Vision festhalten. So, bevor ich jetzt in die Legung gehe, diesmal mit dem Telemas Elena Mordek, noch natürlich mein Dankeschön, wie immer, an dieser Stelle für jeden Daumen hoch, für jeden netten Kommentar, fürs Aktivieren des Glöckchens und natürlich auch für all die Schenkungen, die mir durch euch zuteil werden. Ich freue mich über jede Art eurer Anerkennung und bin euch dafür wirklich sehr dankbar. Die verwendeten Kartendecks
Für all meine Legungen findet ihr immer hier in der Infobox unter dem Link jetzt hier. Und das ist natürlich auch heute wieder eine allgemeine Legung. Das heißt, die Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es aber nicht zwingend. Darauf weise ich immer wieder hin. Aber jeder, der meine Legungen kennt und schon öfters reingeschaut hat, der weiß das. Und ich denke, jeder merkt das dann ziemlich schnell, wenn so die ersten Worte der Legung gesprochen werden, dass man sieht, ob das für einen bestimmt ist oder auch nicht. So, und jetzt warte ich auf die erste Karte. Und da haben wir sie schon. Ja, auch das ist passend. Wir haben hier den Berg. Ein Hinweis, Zeit zu handeln, an den Visionen festzuhalten, trotz Hindernissen, trotz Blockaden, nehmt es in Angriff. Vertraut darauf, dass ihr den richtigen Weg gewählt habt und verfolgt diesen Weg wirklich weiter. Denn ihr kommt genau mit eurer Entscheidung, kommt ihr in positive Veränderungen. Also lasst euch wirklich von nichts und niemand an euren Vorhaben rütteln. Jeglicher Kummer, den ihr bis dahin noch habt, der euch beschäftigt, der Kummer wird hier, wie man sieht, von den Mäusen weggeknabbert. Vertraut darauf, dass positive Veränderungen auf euch warten. Dass hier mit der Darstellung des Sarges ein Lebenszyklus zu Ende geht. Ihr seid auf dem Weg in einen neuen Lebenszyklus. Dieser bringt euch positive Veränderungen, holt euch raus aus dem Kummer, bringt euch mit dem Baum zu Gesundungen, zu Wachstum, zu Verwurzelung, eigentlich zu all dem, ja, was eure Vision eigentlich unterstützt. Und gebt damit euren Sehnsüchten nach. Halt an deiner Vision fest. Auch hier sehen wir den Mond. Sehnsüchte werden durch den Mond dargestellt. Aber man kann auch seinen Intuitionen folgen, an der Vision festhalten. Es ist jetzt die richtige Zeit zu handeln. Also setzt es um. Und schaut mal, es geht immer weiter. Ihr kommt in einen fantastischen Neuanfang. Wenn wir hier schauen, die positiven Veränderungen, ein neuer Lebenszyklus, ein Neuanfang, habt ihr nur positive Aussichten. Ihr kommt an am Hafen. Ihr könnt vor Anker gehen. Das heißt, ihr könnt euch verwurzeln. Ihr könnt euch darauf verlassen, die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben oder noch zu treffen. Ihr habt die Kraft und die Stärke und vielleicht auch in Form des Bären die eine oder andere Person an eurer Seite, die euch kraftvoll unterstützt. Das Ganze, was jetzt sich an Veränderungen hier darstellt, an Neuanfängen, ist schicksalhaft vorbestimmt. Das heißt, nehmt es an. Es ist die Zeit zum Handeln, wie die Karte uns hier darstellt. Und wichtig ist wirklich, an diesen Visionen festzuhalten. Sich durch nichts und niemand davon abbringen lassen. Alles Negative geht raus, was euch vielleicht auch beängstigt hat, beeinflusst hat, in Form von Menschen, die euch vielleicht nicht so ehrlich gegenübergetreten sind. Diese Falschheiten, Unaufrichtigkeiten gehen raus aus dem Blatt. Ihr kommt, wie gesagt, in positive Veränderungen und fantastische Neuanfänge.
Und schaut euch das an. Mehr Glück und Erfolg gibt kein Lennemore-Deck her. Ihr kommt mit der Sonne in Glück und Erfolg. Ihr kommt ins Verankern. Ihr kommt in Gesundung. Und wir haben hier noch immer wieder den Hinweis, sämtlicher Kummer, sämtliche Sorgen werden weggehen. Symbolisch durch das Knabbern der Mäuse. Auch wenn es im Zusammenhang mit euren Veränderungswünschen zu Auseinandersetzungen bei dem einen oder anderen führen wird, vertraut auf eure Stärke. Folgt eurer Sehnsucht, folgt eurer Intuition und vertraut darauf, dass das Ganze schicksalhaft für euch vorbestimmt ist. Geht diesen Weg weiter. Denn damit kommt ihr mit den Lilien in Ruhe, in Harmonie und in Frieden. Und ihr lasst damit alles, die dunklen Wolken, alles Negative, lasst ihr dadurch hinter euch und schaut in eine fantastische Zukunft und könnt wirklich sagen, es war richtig, an der Vision festzuhalten, diese Zeit des Neumonds jetzt zu nutzen, zu handeln und in einen positiven Kreislauf einzusteigen. Der Ring ist nicht immer auf Partnerschaften bezogen. Es ist ein Kreislauf, der sich zeigt. Aber ihr kommt aus diesem alltäglichen Kreislauf, der euch vielleicht immer wieder irgendwo gehindert hat. Da kommt ihr raus und ihr geht euren Herzenswünschen nach. Ihr gebt euren Herzenswünschen entgegen, nämlich durch positive Veränderungen, durch Neuanfänge, durch Beenden anderer Lebenszyklen. Ihr entscheidet euch für einen neuen Weg und somit auch für den richtigen Weg. Und das ist die Belohnung. Ihr erntet, was ihr gesät habt. Das heißt, jetzt ist die Zeit zu handeln, denn die Ernte steht unmittelbar bevor. Und damit kommt ihr dann auch in die Sicherheit für einen völlig neuen Lebensabschnitt. Es eröffnet sich eine neue Tür. Tja, und ich finde, auch das ist für diese Neumondphase eine fantastische Legung. Und ich denke, auch diese, muss man immer wieder sagen, lehnt sich auch an die Wochenlegung wieder an. Wir haben im Moment wirklich nur positive Aussagen. Es gibt wenig, worauf man negativ hingewiesen wird oder was negativ uns beeinflusst. Überwiegend sehen wir immer wieder die Wiederholungen im Zusammenhang mit positiven Veränderungen, im Zusammenhang mit Neuanfängen und im Zusammenhang mit dem Sarg, der sich als Ende eines Lebenszykluses darstellt und einen neuen Lebenszyklus als Beginn darstellt. Aber das Ganze ist immer gekrönt, entweder durch den Stern als Klarheit und Wunscherfüllung oder wie heute im Zusammenhang mit der Sonne, die Glück und Erfolg verheißt. Also, ich hoffe, dass wir alle diese Neumondphase wirklich nutzen, die Zeit zum Handeln nutzen und wirklich jeder von uns an seiner Vision festhält und darauf vertraut, auf dem richtigen Weg zu sein. Ich wünsche uns allen eine tolle Zeit. Bis bald.